Grüezi, Servus, hallo, Swiss hier, again. Auch wieder ein Morgenspiel. Getreu dem Motto: Morgenstund hat Gold im Mund. Und das erste Spiel vor diesem hier, na, das war so lala. Da habe ich mir gedacht, nee, das können wir nicht bringen, aber das, was jetzt kam, das war doch schon einigermaßen spannend und ist auch ein bisschen spektakulär. Und hat wieder ein paar ganz tolle Züge und Erlebnisse drin. Ja, von dem her, let's go. Die Salomonen. Finde ich persönlich, je nachdem, wo man spawnt als Kreuzer, eine schöne oder eine unschöne Map. Und vielfach ist auf den Salomonen auch diese Aufteilung von den Schiffen teilweise ein bisschen haarsträubend. Aber wir schauen mal. So, also zum Thema haarsträubend. Flugzeugträger in der Mitte geht ja noch. Drei links und fünf rechts. Und ich dachte mir so, ja, easy. Strong Side, hey. Da gehen wir los. Das C-Cap, das nehmen wir ein, da können die anderen gar nichts machen. Und C-Cap, ist klar, rechte Seite. So. Fünf Mann. Oder fünf Frauen. Oder, naja, nicht fünf Frauen, aber fünf Schiffe mit wem auch immer dran. Und ich dachte mir, Leute, für euch ist alle klar, wir fahren zu C. Das war jetzt so meine Logik. Wir spawnen bei C, dann fahren wir zu C. So. Und dann dachte ich mir so, na komm. Zerstörerlein, komm du doch mal mit. Und bei den anderen bin ich eigentlich davon ausgegangen, die wissen, was passiert. Wir gehen zu C. Ich meine, ich fahre ja auch zu C. Also, ist doch optisch klar, wo wir hinwollen. Und jetzt sieht man schon so ganz langsam, so wirklich mitziehen, naja. Den dachte ich mir also gut, noch mal ein kleines bisschen Nachhilfe. Ne? Ein bisschen Hilfe brauche ich schon, weil alleine ins Cap einzunehmen ist in der Iwaki immer so ein bisschen, naja. Schwierig, aber ich sag nur eins, achtet auf die Minimap. Das ist der erste Slapstick-Part. So, also, ich gehe auf, klar, ich bin ja auch zuvor das vorne und denk mal so, von wo gehe ich auf? Wer macht mich auf? Wir haben drei Zerstörer im gegnerischen Team, paar Kreuzerlein, ein paar dicke, ab in Nebel. Ne? Macht man grundsätzlich nie was falsch, da ist ein Flieger tüt. Dachte ich, gut, also, gucken wir mal. Dann sage ich mal, Jungs, ich bin im Nebel verschwunden, weil wir aufgegangen sind. Ich sage es nur. Und die Arkansas sagt mir schon mal auf altbekannte amerikanische Weise schönen guten Morgen. Ich gedacht, gut, das hätte schlimmer ausgehen können. Da ist eine Kuma. Und Kreuzer sind grundsätzlich immer so für mich ein bisschen ein Dorn im Auge. Also sage ich meinen Leuten mal, hey Jungs, mein, ihr müsst mir ja nicht unbedingt helfen beim Cappen, aber schießt doch mal drauf. Und jawohl. Das tun sie denn auch. Schöne Hits auf die Kuma, aber die Kuma ist nicht down. Dann sehen wir Nebel. Nebel heißt für mich immer ein Zerstörer. Und da torp ich gerne mal blind rein. Ich habe ja auch die Range mit den Torpedos bei der Iwaki. Dann geht die Kuma wieder auf. Denke ich mir, ja gut, beackern wir die ein bisschen weiter. Und ist ein hartnäckiges Wesen. Ich sage es euch. Also die ist zäh. Ja, also. Ist so wie ein. Ja, wie ein kleines. Da fliegt mir mal ganz kurz der Gegner durchs Bild. Da muss ich auch noch. Da habe ich auch gedacht, scheiße, nochmal hat der jetzt Torps abgeworfen oder nicht? Weiß es nicht. Aber mir ehrlich gesagt auch wurscht. Ich probiere. Und dann geht die ISO-Katze auf. Habe ich gesagt, gut, also da ist der Zerstörer. Sehr schön. Auch da schießen wir mal drauf. Drehen wir wieder ein. Und. Kleiner Hinweis auf die Minimap. Ich bin jetzt alleine am C-Cap. Hä? Also ist schon noch irgendwo links was von mir, aber ich glaube, so wirklich Interesse am Mitspielen haben die alle nicht. Ah, Torpedotreffer. Also, ich habe einen Kreuzer, zwei Zerstörer und ein Schlachtschiff hier auf C. Na, wenn das mal kein Spaß wird. Aber gut. Mein. Wir haben schon 100 Mal gesagt, wir nehmen es, wie es kommt. Ich will das Cap halten. So, meine Torpedos klackern wieder nach. Aber die Kuma will nicht raus, ne? Die will nicht raus. Aber gut. Ist im Moment weit weg. Sollen wir nochmal torpen? Na, gucken wir mal. So, die Arkansas. Das ist ja eigentlich für mich der größte Feind. Doch, komm, wir torpen da nochmal blind hin. Haben sie was zu tun? Bleiben sie in Bewegung. Und die Arkansas will es auch wissen, ne? So, wir haben Gleichstand bei den Schiffen. Aha, ein Zerstörerlein ist also auf C.
Gut. Ja, dann müssen wir gucken, wer das ist, wo das ist. Das ist die Smith. Mäuschen, mit deinem Leben so zu fahren, ist schon mutig. So, und jetzt geht's los, hä? Der Slalomlauf. Torpedos auf Backbord, Torpedos auf Steuerbord. Ja, ich hab's doch gehört, mein Schatz. Aber da ist doch auch eine ISO-Katze und mit der muss ich mich da auch beschäftigen. Und diese verdammte Scheiße Arkansas habe ich auf der Backe. Ach Leute, ich kann euch sagen, so viel Stress am Morgen früh, jetzt geht sie wieder zu. Also man hat auch nicht wirklich seine Ruhe. Aber wir haben das Cap zumindest mal ein bisschen geresettet. Und ja, meine Torpedos sind immer noch auf Reise. Ja, das war jetzt Glück. Also nicht zu vergessen, die Arkansas. Wobei, die Arkansas hat natürlich so ein großes Kaliber, dass die teilweise bei mir durchschlägt und keinen Schaden verursacht. Auch das gibt es, ja. Und schon wieder Torpedos auf Backbord. Das geht hier, wie es Kinder machen, ich sage es euch. So, jetzt erstmal die ISO-Katze. Also, einmal. Jawohl. Und sie fährt weiter geradeaus. Böser Fehler. ISO-Katze ist. Nicht raus. So ein Dreck. Aber die ist raus. Gut, also. Und da ist mein Pickel am Popo, die Kuma. Jetzt ist die ganz weit außen rumgefahren, um zu mir zu kommen. Okay. Ja, und die Torpedos fliegen ist ein Highlight. Also ich war richtig online. Ich hatte Spaß am Spiel. So, jetzt darf ich aber nicht zu lange breit fahren, weil links von mir ist die Arkansas. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht von der Arkansas irgendwie genau geküsst werden. Und diese Kuma, die ist echt zäh. Ja, Torpedos auf Backbord, Torpedos auf Steuerbord, ich weiß es doch. Leute, ich reagiere ja schon. Nur die Ruhe. Fatih hat alles unter Kontrolle, bis jetzt. Dann drehen wir mal andersrum. Diese Kuma will nicht sinken, ne? Die will nicht sinken. Ja, das wäre eine Salve von. Also, dann gucken wir mal, ob sie jetzt sinkt. Aber die will nicht. Ne, die will nicht sinken. Gut, also Kuma, leckst mich halt am Popo. Du haust ja schon wieder ab. Eine Salve kriegst du noch. Und jetzt muss ich mich um die Kinder kümmern, die hier sind. Mittlerweile Cap neutralisiert. Ja, dann müssen wir die Arkansas ein bisschen bearbeiten. Weil, ja. Naja, auf die muss ich nicht schießen, die ist zu weit weg. Aber die hat ja auch nichts mehr. Also wenn die jemals wiederkommt, dann ist die auch kein großes Thema für mich. Aber die Arkansas ist ein großes Thema, wortwörtlich. So, jetzt haben wir ein Feuerchen gesetzt. Und ich muss jetzt hier mutiger halber einlenken, weil ich konnte nicht auslenken und hatte wieder ein grausames Glück, dass die mir nicht mehr eingeschenkt hat. Aber ja, das ist halt auch so ein bisschen Know Your Ship und ein bisschen mit dem Tempo spielen, damit die sich auch verrechnet. Na, ich mir gedacht, na komm, setz Nebel. Setz Nebel. Denn jetzt kommt mein Ass im Ärmel und das ist unser Flugzeugträger. Der hat aus irgendeinem Grund, hat er verstanden, dass er ein bisschen hilft. Genau, ich fordere Unterstützung an. Hatte die Hoffnung zu dem Zeitpunkt. Ach, und guck auf die Karte und denk mir so, so viel Unterstützung ist er gar nicht mehr unterwegs. Also, bis auf dich allein gestellt. Nun gut, ich will das scheiß Cap haben. So, die Arkansas brennt wieder. Jetzt brennt sie definitiv länger. Denn, sage ich, könnt meine auf das Schiff schießen. Und unser Flugzeugträger macht das. Und das finde ich super. Das finde ich richtig gut. Das hat mir echt gefallen. Also, das war auch wieder ein schönes Beispiel für Teamplay. Jawohl, frisst auch ein Torpedo oder zwei. Also schon nicht mehr ganz so schlimm. Hätte jetzt im Prinzip per Funk durchgeben können. Gut, Junge, kannst wieder zurückfliegen. Ich hab's im Griff. Achtung auf den Nebel, ne? Ich schicke selber noch eine Runde Torpedos raus. Man weiß ja nie, ob man sie braucht oder nicht. Sogar eine zweite Runde Torpedos. Also. Aber nee, die platzt, bevor es losgeht. So, jetzt haben wir also noch einen Zerstörer und diese blöde Kuma, die hier irgendwo rumschimmeln. Und ich will ja dieses verdammte C-Cap. Also gut, weiter geht's. Es ist schon ein Elend, ich sage es euch. Aber mein Flugzeugträger ist mit mir. So, ich gehe auf. Okay. Das ist gut. Das weiß ich. Irgendeiner sieht mich. Ah. Ah. Auf rechts. Junior. Nein, rechts. Ja, genau da. Da ist die Kuma. Und. Naja, Leute, wer so fährt, möchte sterben. Also bei aller Liebe. Und wer sterben möchte in dem Spiel, dem wird geholfen. Ist gar kein Thema. So, kann mich aber immer noch nicht freuen.
Denn offen bin ich immer noch. Warum? Ja, kümmern wir uns um so verdammter Scheiß Zerstörer rum. Und ist der letzte, hä? Also fahren wir mal aufs Cap. Ich wollte das Cap hier eigentlich einnehmen. Und da ist er. Dann denke ich immer so, boah, so weit weg. Wenn die sich so verhält wie die Kuma, brauche ich wieder 5 Minuten, bis ich die weg habe. Das Iso-Kätzchen. Erste Salve daneben. Zweite Salve besser. Nein, auch nicht. Jetzt nebelt sie sich noch ein. Ach, scheiß doch die Wand an. Aber Unverhofft kommt oft. Blindshot. Ja, das war das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Für die Neuen lasst auch bitte ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Euer Swiss.